Hallo, was war Sachen? Ja, ich hatte in einem vorigen Video ja schon mal darüber gesprochen, dass ich als Lieferant gearbeitet habe und wir wollen ein bisschen weiter darüber reden. Wir wollen uns heute ein bisschen mehr auf die Kunden oder Begegnungen konzentrieren, die ich so hatte während der Zeit, in der ich da gearbeitet hatte. Ich hatte ja so ungefähr ein halbes Jahr gearbeitet. Wer mehr darüber wissen möchte, wie das generell so abgelaufen ist, wie man so als Lieferant arbeitet, wie ich das erlebt habe, der kann oben auf die Infokarte klicken oder unten in die Beschreibung. Da habe ich das Video für euch verlinkt, könnt ihr euch gerne anschauen. Und wir machen jetzt einfach mal weiter in diesem Video und ich sage euch, was mir so passiert ist an Begegnungen, die ich hatte, die ich ja noch in Erinnerung trage. Das Normalste ist tatsächlich, dass mir Leute einfach in Unterwäsche die Türe öffnen. Im Sommer kann man das ja eigentlich noch nachvollziehen. Es ist warm draußen und dann sitzt man halt zu Hause in Unterwäsche und hat dann vielleicht verpeilt, dass der Essenslieferant direkt kommt oder schneller da ist, wie erwartet. Etwas seltsam fand ich es dann Anfang Winter, wo es halt draußen doch kühler wurde, dass mir immer noch einige Leute in Unterwäsche die Tür aufmachen. Vielleicht hat man einfach sich nicht so großartig Gedanken gemacht wie heute, dass halt Erdölpreise und Gaspreise und was weiß ich alles so hoch ist. Man hat dann halt einfach auch im Winter die Bude auf 30 Grad hochgeheizt, dass man in Unterwäsche da sitzen konnte. Keine Ahnung. Ich fand es so ein bisschen wirr, dass man im Winter manche Haushalte mir die Türe öffnen mit weniger Bekleidung wie Damen in einem Freudenhaus. Und auch ja, ich wette, die Frage kam und die kam, wurde mir auch öfters gestellt. Ich habe auch Leute in einem Freudenhaus beliefert, weil die haben auch Hunger, die sind am Arbeiten, die wollen auch was essen. Und es ist auch sehr normal abgelaufen. Ich habe nur eine weirde Begegnung oder eine interessante. Es ist nicht wirklich weird, es ist mehr interessant. Normalerweise ist es so abgelaufen, dass ich in einem Freudenhaus einfach das Essen jemandem gegeben habe, der halt vorne steht und aufpasst und ich nenne es jetzt einfach mal Aufpasser, stand vor der Tür, hat das dann abgehandelt, dass man halt nicht reingeht, dass man einfach keine Leute stört. Ja. Ich hatte nur eine Sache, wo der Aufpasser in dem Etablissement drinne war und er durfte seinen Posten nicht verlassen. Der hatte bestellt. Da bekam ich die Information im Voraus, wenn an Adresse angekommen, anrufen, wird durch Labyrinth geführt, also stand nicht drin, soll einfach nur anrufen, stand drinne. Habe ich gemacht, habe mir nichts dabei gedacht. Gab immer mal solche Sachen, weil, keine Ahnung, Kind schläft, klingelt kaputt, keine Ahnung, gibt immer mal wieder Gründe, warum man anrufen soll, anstatt zu klingeln. Dann hat er gesagt, ja, er sitzt in seinem Posten, er darf den nicht verlassen und ich muss dann einfach zu ihm kommen. Er sagt mir, wo es ist, weil es ist versteckt. Und es war auch halt relativ gut versteckt. Ich bin dann halt auf seine Anweisung durch ein kleines Labyrinth an Fluren gelaufen und jeder, der irgendwie schon mal bei mir im Stream war oder versucht, oder zugeschaut hat, wie ich irgendein Spiel spiele, wo ich irgendeinen Weg finden muss. Ich verlaufe mich total. Ging dann mit seiner Hilfe und ich sollte hinter einem Vorhang eine versteckte Tür finden. Nach dem dritten Versuch habe ich dann tatsächlich den richtigen Vorhang gefunden, hinter der Tür. Hinter den anderen waren nur Wände. Und konnte ihm dann halt sein Essen übergeben und dann wieder halt verschwinden. Ja, und eine weitere Bestellung, die mir noch sehr in meinem Gedächtnis geblieben ist, einfach weil ich an der Situation komplett überfordert war, komplett verpeilt war. Mir wurde die Türe vor der Nase zugeschlagen und ich die beiden Personen immer noch kenne, immer noch losen Kontakt habe. Wir haben uns leider halt durch die letzten Jahre Corona nicht so viel treffen können. Und ja, das möchte ich euch nicht vorenthalten, weil ich fand es dann im Endeffekt einfach witzig, was passiert ist. Ich hatte eine Bestellung bekommen in ein mehrstöckiges Haus, also so ein Wohnungskomplex. Ja, und hatte mich schon gefreut, ja geil, in meinem Stockwerk, wo ich hin muss, da steht schon einer vor der Tür. Da ist jemand. Das wird wahrscheinlich diejenige sein, die auf ihr Essen wartet. Geil. Geh hin, wollte gerade fragen, ob sie auf ihr Essen wartet. Da werde ich sehr erschrocken angeguckt. Person läuft zurück in ihre Wohnung und haut mir die Tür vor der Nase zu. Das hatte ich auch noch nicht. Mir ist schon ein bisschen was passiert. Mich wurde angeschrien oder wurde gemeckert, ich kam zu spät, aber die Türe hat man mir noch nicht vor der Nase zugeschlagen. Dann habe ich es rumpeln hören und schreien hören. Ich habe leider nicht verstanden, was geschrien wurde, nur dass es sehr laut war. Und war noch mehr verwirrt für weiteres Rumpeln. Und dann öffnet mir eine komplett andere Person die Tür. Und der Kontrast war sehr stark. Ich hatte vorher eine Person mit langen dunklen Haaren, einem dunklen Kleid, schwarz, dunkelblau, irgendwas in die Richtung. Und bekomme die Türe geöffnet von jemandem in einem pinken Glitzerkleid mit sehr fluffigen blonden Haaren. Das war ein sehr starker Kontrast zwischen den Personen. Und das hat mich noch mehr verwirrt. Ich weiß nicht wieso. Ich hatte einfach damit gerechnet, ja, gleiche Person öffnet mir die Tür und eine komplett andere, in einem komplett anderen Stil, öffnet mir die Tür. Und irgendwie hat mein Gehirn das nicht mitgemacht. Ich weiß noch, wie verwirrt ich war. Und ja, wir konnten das dann klären, was war. Seine Freundin hatte einfach
nicht damit gerechnet, dass Lieferant auch weiblich sein konnte, war mit der Situation überfordert und konnte nur Flucht. Und er, wer eine Drag Queen ist, nicht, dass ich jetzt hier mit dem er sie was jemand verwirrt, er identifiziert sich als er, ist halt Drag Queen, macht das beruflich und hat halt ab und zu mal pinke oder sehr kräftig farbige Glitzerkleidchen an und einen, ja, ich nenne es Afro, so fluffige blonde Haare. Ist schon sehr nice. Also der Kontrast hat mich gefickt, ich weiß auch nicht. Da war ich so verwirrt. Wie gesagt, es war nicht böse gemeint. Wir waren erschrocken. Sie war erschrocken, ich verwirrt. Er konnte die Situation lösen. Ich habe mich ab und zu auch später nochmal mit ihnen getroffen. Die sind echt beide super, super nett. Ja. Das ist auch so eine Begegnung, die ich einfach nicht vergessen werde, einfach weil ich so verwirrt war, was jetzt hier eigentlich passiert. Was halt eigentlich doch öfters passiert, dass ich verwirrt bin, aber ich weiß nicht, das hat sich in mein Hirn gebrannt. Dann hatte ich noch ein oder andere Begegnung in Frankfurt, die mit Kunden nichts zu tun haben. Es gab einfach ab und zu mal loste Leute. Ich hatte immer mal wieder eine Dame, weil ich halt immer mal wieder in denselben Bereich ist. Es ist halt so eine, ja, Wohnsiedlung, nenne ich es jetzt mal, ein bisschen weiter außerhalb. Da wurde öfters was hingebracht und die Dame hat halt immer mal wieder mein Auto erkannt und hat mich mehrmals des Stalkings bezichtigt. Ja, war ein bisschen, die wurde auch immer ein bisschen lauter, hat auch die Polizei gerufen. Habe auch der Polizei erklärt, weil ich musste ja dann da bleiben und hat mich festgehalten und sonst was. Und ich hatte das auch mit der Zentrale abgesprochen, was das jetzt soll, ob ich jetzt warten soll. Da habe ich gesagt, ja, warte auf die Polizei, es geht ja schnell. Habe der Polizei erklärt, ich arbeite hier als Lieferant. Ich weiß nicht, was die Frau von mir will, ich mache nur meine Arbeit. Die haben das mit meiner Zentrale auch mal abgesprochen und es ist halt nichts bei rumgekommen, außer dass sie anscheinend das schon öfters gemacht hat. Weil halt immer mal wieder dieselben Lieferanten in die Wohnsiedlung kommen, weil da Leute Essen bestellen, aber keiner was von der Frau möchte. Das war ein bisschen wild. Ich hoffe, der Frau geht es jetzt auch besser. Vielleicht hat sie ein bisschen entspanntere Wohnverhältnisse gefunden oder anderweitige Hilfe, weil die wurde sehr aggressiv und sehr laut. Ich hoffe wirklich, dass man ihr auch ein bisschen bei der Hinsicht ein bisschen helfen kann. Ist ja auch halt sehr anstrengend, wenn du ständig denkst, dass jemand hinter dir her ist und dass du dann auf Lieferanten losgehst. Die geht wahrscheinlich auch die Postboten los oder so und meckert den an, dass es gestalkt wird. Und halt immer mal wieder hatte ich eine Zeit, wo ich einfach nichts zu tun hatte, bin mit meinem Handy, weil das waren noch die Zeiten von Pokémon Go und habe mich dann da einfach mit ein paar Leuten unterhalten. Da kam auch immer mal wieder, weil Pokémon Go ist halt doch eher an jüngere Kinder gerichtet. Dann hatte ich sehr schnell sehr viele Trauben an Kindern um mich rum und ja, das fanden die Eltern nicht so gut, aber hä, da kann ich ja halt nichts für, wenn die an so einem Pokéshop stehen. Ich will da auch hin. Ja, wurde ich auch manchmal weird angeguckt. Keine Ahnung, ja. Aber an und für sich war es das mit den seltsamen Begegnungen. Ich hatte gesagt, ich hatte ein halbes Jahr gearbeitet und die meisten Menschen sind ja halt normal. Es ist selten, dass so weirde Sachen passieren. Hoffe ich zumindest, weil hier ist in anderen Städten anders. In Frankfurt ist der Großteil der Menschen normal. Es gibt halt immer mal ein paar so Querschießer. Dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Und wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, was ich vorher besprochen hatte, wie man so als Lieferant im Generellen arbeitet, guckt euch einfach mein altes Video nochmal an und ja, wir sehen uns im nächsten Video.